Hallo zusammen, hier ist wieder Chilla und heute wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Mount Guide präsentieren. Heute geht es wieder um einen Mount aus der neuen Zone Serra Mortis aus Patch 9.2. Und zwar nicht um diese Qualle, auf der ich hocke. Die habe ich auch schon im Video vorgestellt, sondern um ein anderes Mount, das ich mir mittlerweile schon erfarmt habe. Hier Iskas Schlundrattenleine schimpft sich das. Wo wir das herbekommen, wollen wir uns jetzt einmal gemeinsam angucken. Wir befinden uns einmal in der neuen Zone Serra Mortis und da sind wir einmal auf den Koordinaten 64, 24. Dann ist es so, dass es hier in der Mitte einen Spawnpunkt von insgesamt drei verschiedenen Rare Mobs gibt. Es gibt einmal Iska, Damaris gibt's und Marzahn. Und interessant für uns ist einer von diesen dreien, und zwar Iska. Ihr habt es schon erraten, Iska Schlundrattenleine gibt es wahrscheinlich von Iska, ja. Aber sie droppt nicht direkt von Iska, sondern von dem Reittier von Iska. Und zwar Ruf schimpft sich dieses Reittier. Das ist zwar keine Schlundratte, sondern ein Drachen. Und ich verstehe nicht, warum dann das Mount von dem Rare ein anderes Mount droppt, was überhaupt nicht zusammenpasst. Aber lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Ja, genau. Also dieser Ruf kann quasi uns das droppen. Wie sieht das jetzt aus? Diese drei Rares können hier alle in der Mitte drin spawnen, sind aber sehr selten. Ich habe hier teilweise über Stunden gecampt und keiner von diesen Rares ist aufgetaucht. Meine ganzen Kills habe ich eigentlich alle über das Tool erhalten. Und zwar gibt es zwei Möglichkeiten, an Iska ranzukommen, beziehungsweise den Ruf. Wenn dann Iska, also schreibt Iska rein oder Isk, ne? Oder RH für Ruf, ob eine Gruppe drin ist. Ah, schau mal, ne. Glaube ich der richtige, oder sogar? Können wir sogar mal reinqueuen, vielleicht werden wir eingeladen. Ob das der richtige ist. Manche schreiben halt Ruf, manche schreiben Iska rein. Und ihr seht schon, hier ist er jetzt in der Mitte, hatte ich jetzt gerade Glück. Und wir können jetzt nur Ruf quasi anvisieren, ne? Das ist quasi das Mount, also dieser Drache. Und sobald der Drache getötet wurde, dann können wir dementsprechend Iska töten, der kommt dann runter. Das Mount droppt aber von Ruf. Ja? Sobald Ruf tot ist, könnt ihr es looten. Wenn ihr es nicht looten könnt, ne, dann denkt ihr, okay, habe ich es nicht getaggt, hat es irgendwas gebuggt. Keine Sorge, Ruf kann nur das Mount droppen. Sprich, wenn da kein Loot ist, habt ihr das Mount nicht gekriegt. Wenn da Loot ist, wisst ihr schon, okay, ich habe safe das Mount. Ja? Also so funktioniert es. Die Dropchance kann ich im Moment euch noch nicht sagen. Das Problem ist, ich habe den jetzt vielleicht 20 Mal gekillt auf meinen verschiedenen Chars, mit meinen verschiedenen Twinks. Ich habe es jedes Mal mit einem anderen Char gekillt, wenn ich ihn am Tag nochmal gemacht habe. Es ist zwar kein Rare, also ich kann euch jetzt nicht sagen, ob ihr nicht mit einem Char den Dauercampen könnt, also immer wieder in Gruppen reinhoppen, wo er da ist. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich vermute aber, dass er einen Daily Lockout hat. Ja? Ihr seht, er ist am Anfang hier nicht angreifbar. Nach ein paar Sekunden oder 1-2 Minuten kommt er raus. Man kann ihn angreifen, umklopfen. Wenn es leuchtet, ist das Mount drin. Wenn es nicht leuchtet, ist das Mount nicht drin. Dann könnt ihr Iska auch noch töten. Der hat einen Haufen epische Waffen dabei. 246 Sachen sind das. Also das lohnt sich auf jeden Fall, die mitzunehmen. Und ich farm das halt mit allen, hab das mit allen möglichen Twinks hier einmal gefarmt. Ihr seht, jetzt ist der Typ angreifbar. Wir können jetzt einmal drauf schießen. Und sobald der tot ist, kommt dann einmal der Rare raus. Auf WoW Head haben wir leider auch noch keine Daten. Ich kann es euch mal zeigen. Auf WoW Head sagt es im Moment, dass der 9-mal gekillt wurde und 9 Mounts sind gedroppt. Ich kann euch zu 100% bestätigen, dass es kein 100% Drop ist. Ich habe ihn, wie gesagt, schon 20 Mal umgehauen, jetzt einmal das Mount gekriegt. Oft in 40-Mann-Gruppen, wo ein bzw. zwei Leute das Mount bekommen haben. Ich schätze, dass das Mount irgendwas zwischen 1 und 5% Dropchance haben wird aus den Daten, die ich jetzt hier habe. Genau, die Respawn-Zeit ist leider jetzt auch noch nicht bekannt. Ich vermute, dass es tatsächlich mehrere Stunden ist. Ob es irgendwas gibt, was das triggert, bin ich mir nicht sicher. Es könnte sein, wenn man hier einen Haufen Mobs tötet, dass es das triggert. Ist aber reine Spekulation an der Stelle. Ich vermute, dass es einfach einen extrem langen Cooldown hat. Ihr seht, den kann ich jetzt nicht looten, ich habe ihn angetaggt und hier können wir nichts machen, also sprich hatte ich in dem Fall keinen Mount drin. Wir haben es aber schon, ich würde sagen, jetzt killen wir den Rare noch, dann lernen wir das und schauen uns das einmal an. Der Rare übrigens, den könnt ihr auf jeden Fall nur einmal am Tag machen. Also ihr könnt ihn mehrmals machen, ihr kriegt auch diese Ressourcen, aber ihr kriegt halt die epischen Items, ne? Das funktioniert wie ein ganz normaler Rare, das ist quasi dann ein Daily Lockout. Gut, dann würde ich sagen, schauen wir uns den hier mal an. Iska Schlundrattenleine, das können wir jetzt einmal lernen. Dann müssen wir jetzt Iska noch töten, dass wir aufmounten können. Bei dem ist es ein bisschen tricky. Ihr seht, der hält sich hier gegen. Es gibt hier so eine Void-Fläche, die ist am Boden. Wenn er da drin steht, heilt er sich hoch. Und es gibt halt hier oft Leute, die haben irgendwelche Pets im Autotorrent an. Dann wird er die ganze Zeit an der Stelle gehalten. Und ich habe schon oft genug gesehen, dass der Mob dann halt ja, nicht down geht und man nicht aus dem Combat rauskommt, weil die Leute ihre Pets nicht runternehmen und der sich die ganze Zeit gegenhält. Den loote ich jetzt, denke ich mal, auch noch. Vielleicht kriegen wir eine von diesen epischen Waffen raus. Ne, hatten wir leider Pech. Aber wir können uns einmal das Mount noch angucken.
Und zwar Ceretmortis. Okay, das ist da gar nicht drin. Dann schauen wir mal. Iska. Da haben wir es. Okay, so anscheinend nicht unter der Zone gelistet. Interessant. Also riesige Schlund. Seuchenschlundratte, genau so rum. Da haben wir es. Moment. So sieht's aus. Also vom Grundmodell, das kennen wir ja schon. Diese Schlundratten. Macht schon was her mit den leuchtend gelben Augen. Machen wir mal das Mount Special. Ja, nichts Besonderes. Ist aber ein nettes Mount. Ist relativ selten. Wie gesagt, müsst ihr ein bisschen campen. Und ja, ich kann euch auch den Tipp geben, wenn ihr das campt, schaut, dass ihr bei Möglichkeit hier oben steht. Da ist es nämlich so, da habt ihr einen Safe Spot. Hier sind nämlich keine Rares, die euch attacken. Ein bisschen weg vom Weg, dass der oder dass die Putt euch auch nicht erwischt. Dann könnt ihr hier die ganze Zeit stehen. Ich habe so gemacht, gehe ins Tool, habe hier immer Iska drin, refresht es die ganze Zeit und zwischendrin mal RH rein für den anderen. Nicht, dass die halt den Namen von dem Mount reinschreiben und habe das halt dann auf zwei Accounts quasi gecampt. Dauert ein bisschen, hat mich jetzt zwei Tage ehrlich gesagt gekostet und ja, ich drücke euch die Daumen, dass ihr es auch relativ schnell kriegt. Und damit bleibt mir nichts weiteres zu sagen, als mich zu bedanken, dass ihr dabei wart. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.